Also ich glaube, sie drückt einem weiteren Neurogame. Diesmal ein Spiel, was glaube ich nur... Ich mache keine Versprechung, mache ich ja sonst nie. Aber ich glaube, das Spiel ist tatsächlich nur ein paar Tage alt, oder? Dass ich sogar möglicherweise gestern rausgekommen oder auf jeden Fall innerhalb der letzten Tage. Das ist Burger and Fries. Und wir sind auf dem Fahrrad. Wir haben uns anscheinend noch einen schönen... Was mache ich da? Ich habe mich umdrehen. Einen schönen guten Abendsnack geholt und fahren jetzt einfach ganz simpel nach Hause. Das scheint ein bisschen bei Rides with Strangers abgeschaut zu haben, das Konzept. Bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall geht es da darum, dass sie einfach entspannt mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Und anscheinend passieren deswegen unangenehme Sachen, wie es in Horror-Games so an sich. Ich verwundere schon gerade im Kreis. Jetzt ich darüber nachdenken, jetzt weniger Rides with Strangers und mehr, okay, wie hieß denn das? Dead End Road, ne? Das Spiel, wo man halt einfach in ein Auto fahren muss und versuchen muss, der Hölle zu entkommen quasi. Was ich übrigens auch irgendwann demnächst nochmal als Einteiler machen wollte, weil ich habe es ja damals nie durchgespielt. Aber okay, das ist meiner Meinung nach wieder ein Konzept, was einfach durchs Konzept ziemlich viel gewinnt und ja, möglicherweise extrem gute Sachen damit machen kann oder wenig damit machen kann. Wir lassen uns überraschen und spielen jetzt. Ich finde gut, dass wir extra Tipps auf der rechten Seite fahren müssen. Könnte man ja sonst vergessen. Okay, fahren wir nach Hause. Das kann ich machen. Ich fahre einfach, drehe mich um. Okay, gut, wenn ich mich umdrehe, verziehe ich zumindest auch nicht mein Fahrrad. Gut. Burger and Fries. Tunnella. Okay, Tunnel. Scheint ca. 20 Minuten zu gehen. Bis jetzt ganz so entspannt hier. Schöne Umgebung. Schöner Style. Natürlich mal wieder ein PS1-Grafik-inspiriertes Spiel. Weil sowas haben wir sehr selten auf dem Channel. Ich hoffe, ihr habt alle bestimmt zu essen und zu trinken dabei. Ich habe hier noch einen halben Eiskaffee, den meine Verlobte übrig gelassen hat. Den trinke ich jetzt. Okay, es ist sehr dunkel. Aber ich habe einen Burger dabei. Alles, was zählt. Gut. Prost. Muss ich einfach reinfahren? Der fährt sehr langsam. Das ist gar nicht eilig, ne? Gut. Finde ich schön. Und gerade dabei sind, ich muss mal sagen, dass ich Dead End Road übrigens ein absolut geniales Horrorspiel fand. Ich weiß nicht, warum ich es damals nicht durchgespielt habe. Ich glaube, es war... Oh, hallo. Ding, ding. Ist das mein Fahrrad? Ich bin hier gestorben. Und ich fahre das gerade ab. Und hänge mir fest im ewigen Limbo oder sowas. Das wäre ein bisschen naheliegend, deswegen... Oh. Ein Geisterfahrradfahrer, oder? Alright. Also... What? Es ist spät, ich sollte... Klar. Werde ich machen. Ist das Fahrrad-PT? Fahrrad-PT finde ich ein großartiges Konzept. Ich meine, ich bin mittlerweile echt genervt von dem PT-Konzept, wo man immer wieder den gleichen Weg abläuft und sich die Sachen immer wiederholt und man halt irgendwas durchlebt, was man vor dem Tod gemacht hat, irgendeine schlimme Sache oder sowas. Aber mit einem Fahrrad? Ich meine, das wäre was anderes, ne? Okay, das bedeutet wahrscheinlich, wir werden immer wieder gleich im... War da was hinter mir? Bin mir unsicher. Ich meine, ich habe da gerade hinten irgendwas im Licht stehen gesehen. Das kann... Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich werde mich nicht mehr umdrehen. Ich werde mich absolut nicht mehr umdrehen. Das war eine schlechte Idee. Kann ich sprinten? Nö. Ich werde nur meinen Burger nach Hause bringen. Ach, ich fahre einfach langsam, wenn ich an dem vorbeifahre. Weil die Zeit kurz langsamer wird. Na gut. Ist das der Autofahrer, der mich getötet hat? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich bin ich gegen den gefahren. Okay, Cat. Okay. Okay, ich verstehe. Oh, das gefällt mir. Wenn das Spiel jemand gute Sachen macht, könnte das sehr, 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 sehr gut werden. War eben schon eine Kurve nach links? Ich glaube schon. Na gut. Hier kommt doch irgendwann ein Zug. Hier kommt doch irgendwann ein Zug und ich muss in letzter Sekunde bremsen, oder? Jetzt Level. Alles klar. Wann fängt es an, dass der Autofahrer, der mir entgegenkommt, ein verzerrtes Gesicht hat? Ist das jetzt oder in der nächsten Runde erst? Weil das, der wird definitiv passieren, oder? Irgendwas passiert mit dem Autofahrer. Das Schild, der wird sich auch verändern. Ich glaube, alles wird sich verändern.
Aber interessant zu sehen, dass so ein bekanntes Konzept, okay, die war vorher nicht da, glaube ich, so leicht verbesserbar ist, wenn man einfach nur so eine Kleinigkeit ändert, dass man einfach nicht durch ein Haus läuft, sondern einfach mit dem Fahrrad über eine Straße fährt, ist genug, um den ganzen Twist zu geben. Ich muss Angst, mich umzunehmen. Ich glaube, ich muss ab und zu mal machen. Passiert was, wenn ich hier runterfalle? Also wenn ich einfach gegen einen Baum fahre an der Seite, oder? Okay. Oh, jetzt habe ich Angst, dass ich mich umdrehe zu dem Fahrer und dann nach vorne schaue, irgendwas vor mir sein wird irgendwann. Okay, auf jeden Fall war diesmal nicht die komische Blut... Na, doch, da ist er. Kann ich da ausrutschen? Hey, what? War vor mir was in dem Moment? Bin ich im Jumpscare gedodged? Sehr gut. Ja, dann nochmal. Hallo? Oder hab ich einen Unfall? Okay, kannst du bitte nicht auf mich zulaufen? Alles cool gemacht. Oh Gott! Okay. Okay, hallo. Hallo, 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 hallo. Okay, also ich habe irgendwas getan, oder? Ich denke nicht, dass ich meine eigene Leiche sehen würde. Okay, okay. Nicht in den Geist reinfahren, ich verstehe schon. Ich denke, ich habe irgendwas getan, um diese Frau zu töten. Ich werde wohl kaum meinen eigenen Tod hier als Bestrafung haben. Wenn mich jemand anders getötet hätte. Goddammit. Ja, ja, ja. Da muss ich sowieso ausweichen. Was ich eben sagen wollte, ich fand Dead End Road großartig. Es gibt komischerweise überraschend wenig Horrorspiele, die in irgendeiner Form mit einem Fahrzeug auf einer Straße spielen. Ich meine, es gab Beware, wo man verfolgt wird von einem Auto. Dead End Road und das hier jetzt. Okay, wo kommt der Geist? Da. Sonst wüsste ich jetzt gar nicht so viele. Doch, es gab einmal eins in irgendeinem... Okay. Collection Game. Also, ich glaube in, der Haunted PS1 Disc gab es, glaube ich, auch eins. Aber. Okay. Und Huanella. Uzumaki. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Cool. Cool. Das war cool. Boah, okay. Das Spiel kann man übrigens nur im Browser spielen, es gibt keine Download-Version dafür. Ihr könnt es einfach gratis spielen. Also der Link ist in der Beschreibung, warum sollt ihr das tun? Tut. Gut spielen. Okay. Holy shit. Der war gut. Der hat gesessen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass nochmal was hinter mir sein wird, weil vorhin schon ein kleiner Jumpscare war. Okay. Du bist jetzt tot. Theorie-Switch. Ich bin der Autofahrer. Ich bin der Autofahrer und ich habe die Frau auf dem Fahrrad getötet, als ich mir Burger holen wollte, nachts, als ich besoffen war oder so. Burger and Fries, übrigens, haha, Burger and Fries, versteht ihr, ist lustig. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Ich habe das Gefühl, es wird in Richtung Dead End Road gehen, wo ich bald Probleme haben werde, welchen Sachen ausweichen zu müssen, oder? Und umso öfter ich wogegen knall, umso schlimmer wird's. Das sind, oh nein, hier ist der Tunnel. Nicht der Tunnel. Fuck. Oh, das ist schon voll in Ordnung. Es ist sehr still. Warum ist es so still? Ich war lieber ne. Was war das? Okay, ich lasse mich lieber nicht von denen ablenken, oder? Oh, das erinnert mich. Das erinnert mich an irgendeine Creepypasta. Okay, beim nächsten Reset wenigstens. Aber es ist nämlich extrem an eine bestimmte Creepypasta, die ich sehr cool fand. Okay, okay. Erstmal. Überleben. Ich weiß nicht, was das war. Oh Gott. Hallo?
Okay. Okay, okay. Okay, kann ich ausweichen? Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Okay, kannst du ein bisschen schneller fahren, Kollege? Was cool gemacht. Das ist großartig. Oh nein, Baustellen. Okay, links. Das sind recht gut. Das sind. Das will ich jetzt mehr als eine Baustelle nennen, aber. Natürlich alles Interpretationssache, ne? Kannst du nicht hier reinfahren mit dem Auto, bitte? Das ist ja cool. Okay, zum Glück steuert sich das Fahrrad sehr gut. Hat ja recht gute Kontrolle. Schön. Wupp, wupp, wupp. Komm, es muss einen Platten geben. Das geht auch nicht. Okay. Sehr cool. Das ist ein sehr simples Prinzip, aber es wird irgendwie nicht monoton. Und nicht repetitiv, was man denken würde bei so einem Spiel. Oh, wow, wow. Okay. Reset. Nein, weiter geht's. Geht nicht mehr von vorne los. Okay. It's me. Oh. Got it. Nicht schlecht. Okay, jetzt mal ehrlich. Die Person, die es entwickelt hat, hat das bestimmt gemerkt, nachdem sie den Namen für das Spiel schon hatten, sich irgendwann gemerkt hat, oh fuck, wenn ich alles wegmache, außer Anfang und Ende, steht It's Me. Das ist ein 200 IQ Horror Move. Den muss ich einbauen. Okay. Was ich sagen wollte, ist nämlich eine Creepypasta, wo man mit einem Auto einer gewissen Straße folgen muss und auf keinen Fall mit dem Auto stehen bleiben darf oder, ich glaube, Sachen außerhalb des Autos anschauen darf. Und wenn man es schafft, kriegt man irgendwie einen Wunsch oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, das wäre die Schogelfeuche. Oder Schogelfeuche. Die sich mit mir dreht. Wie schön. Hallo Schogelfeuche. Ich weiß nicht mehr, wie die Creepypasta heißt, aber die war ziemlich gut. Habe ich zumindest in Erinnerung. Also eine von den typischen, die immer vorgelesen wird von Mr. Creepypasta oder sowas. Good shit. Für mich persönlich haben SCPs irgendwann Creepypastas ein bisschen abgelöst, weil Creepypastas halt meistens ein bisschen teenagerfreundlicher formuliert waren. Zumindest ein bisschen mehr edgy. Aber so einige ab und zu, sehr, sehr gut. Guck ich mir gerne mal Videos an, während ich spiele oder sowas. Okay, ich fahre halt ganz berg runter, das ist kein gutes Zeichen, oder? Was hinter mir? Ich habe keine Ahnung. Ich will auf der rechten Spur bleiben. Hey, Tuonella. Hallo. Utsumaki Tuonella. Hm? Was hinter mir? Fahrradwarnung? Fahrradfahrer? Ich habe keinen Führerschein, ich weiß nicht, was das bedeutet. Wahrscheinlich, Achtung, hier sind viele Fahrradfahrer. Im Kontext des Spiels natürlich einfach nur, Achtung, du hast einen Fahrradfahrer überfahren. Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Irgendwas verfolgt mich doch gleich. Hallo, kannst du... Okay. Oh, I love it. Oh, I love it. Hallo, Lost in Vivo. Oh, es ist gut. Okay. Okay. Oh, das ist so gut. I love it. Okay, okay. Ich würde sagen, war irgendwas... Oh, Tour de France, ja? Okay. So, ich schätze, ich darf nicht zu viele von denen berühren, sonst erwischt mich das Ding hundertprozentig, oder? Na gut. Fliehen wir einfach von unserem Problem. Hier, da, da. No, no, no. Okay, ich glaube, einmal kann ich mir erlauben. Ich sollte nicht ganz nach hinten schauen. Einfach fahren. Keine Gedanken machen. Oh, dieses Wackeln vom Bildschirm. Wenn die Frau auf den Boden schlägt. Oh, das macht mich schwindelig. Macht die kaputt? Nein. Tun heller. Okay. Mittig. Mittig, mittig. Hallo. Aber warum switche ich
Die Perspektive, warum werde ich einmal... Ich bin nicht genau sicher. Ist das Auto mit vielleicht einfach meine Schuld, meine innere, die ich mit mir rumtrage, weil ich ihn überfahren habe? Vielleicht so eine Mischung der Schuld von einmal der Perspektive, dass mich das Auto verfolgt, weil ich weiß, ich habe ihn mit dem Auto getötet und auf der anderen Seite halt natürlich die tote Frau, die ich wahrscheinlich überfahren habe. Die mich jetzt gedanklich... verfolgt. Okay. It's too late. Okay. 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 Auf geht's direkt in eine andere Existenz, ja? Fahren wir einfach ein komplett ans Universum jetzt. Wie geht's euch? Schön. Sehr, sehr schön. Bye. Ich glaube, es ist der gleiche Weg wie eben, ne? Tatsächlich. Fahre ich gleich wieder in den Tunnel rein? Es passiert sehr wenig, aber trotzdem hat es eine starke Atmosphäre. Ich meine, eben ist viel passiert, aber ich meine, ab und zu fahre ich halt einfach nur straight durch. Ach komm, ein bisschen Muskelkraft. Au. Der sie weggerissen hat. Du gehörst hier nicht hin. Ja. Yes, yes, yes. Der Tod hat sie mitgenommen und mich erstmal entkommen lassen. Weil es mein Zeitalter noch nicht ist. Und ich muss jetzt einfach mit der Schuld leben, ja? Ja. Okay, okay. Okay, cool. Cool, cool, cool. Eine sehr basic Story, aber gut umgesetzt. I like it, I like it, I like it. Okay, das Konzept alleine ist natürlich cool, ne? Das ist dann einfach... Es ist im Prinzip wirklich PT auf einem Fahrrad, oder halt... Have a nice meal. Oh. Okay. Sehr, sehr cool. What is this? Achso. Base Impact. Ach, mir ist alles verlinkt. Das ist ganz cool gemacht. Na gut. Okay, goddammit. Das hat mir gefallen. Das hat mir sehr gefallen. Ich meine, PT aus Auto/Fahrradperspektive funktioniert gut. Und ich habe dadurch jetzt wieder tatsächlich ein bisschen Lust darauf, sehr demnächst Dead End Road aufzunehmen. Das werde ich dann definitiv als Einteiler machen. Ich weiß gar nicht, wie lange man dafür braucht, wenn man es einmal schafft. Eine Stunde vielleicht? Vielleicht zwei? Weil ich weiß, das war sehr, sehr, sehr schwer. Und tatsächlich musste man, ich glaube, sich auch die Städte merken, wo man hinfahren muss. Ich glaube, das war damals mein Problem. Ich glaube, ich habe es damals fast einmal geschafft. Und dann habe ich gemerkt, dass man zu der richtigen Stadt am Ende fahren muss. Und deswegen hatte ich nicht nochmal Lust, alles von vorne zu machen. Das war sehr anstrengend. Das war ein sehr schweres Spiel. Aber... daran werden wir uns demnächst nochmal wagen und das auf jeden Fall durchspielen. Und ich hoffe, es wird irgendwann nochmal mehr Horror-Games geben, die versuchen, so ein ähnliches Konzept umzusetzen, wo man einfach auf Fahrzeugen auf einer Straße entlang wird. Aber Straßen sind eigentlich eine gute Umgebung für Horror-Games. Man kann damit viel machen, wie Dead End Road zeigt, wie das hier zeigt. Natürlich kann es vielleicht irgendwann ein bisschen schwierig sein, irgendwelche gruseligen Sachen auf einer Straße darzustellen, aber ich meine, du hast einen Rückspiegel, du hast halt eine nicht weite Sicht, du bist immer in Bewegung, du darfst nicht zu langsam werden. Du verbindest halt vor allem zwei Genres. Du kannst ein Horrorgenre verbinden mit einem Rennspiel, wo man einfach nicht zu langsam werden darf, einfach nur, wenn man nicht verlieren will, sondern einfach nicht fucking sterben will oder Jumpscares abbekommen will oder was auch immer. Oder halt wie im Fall von Dead End Road, das komplette Spiel von vorne anfangen muss, weil es sehr schwer ist. Aber ja. Burger and Fries.
Sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob man daraus wirklich ein langes Spiel machen könnte. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, da wird dann irgendwann nach einer Stunde die Ideen ausgehen. Es wird dann doch ein bisschen repetitiv werden. Das war jetzt eigentlich die perfekte Länge. Vielleicht hätte ich es nochmal ein bisschen länger gemacht. Vielleicht hätte man noch so ein kurzes Ende machen können, wo man aus der Autoperspektive fährt und vielleicht von einer Fahrradfahrerin verfolgt wird, auf ganz gruselige Art. Oder man hätte vielleicht das Ende machen können, wo man das Vieh durch den Tunnel verfolgt wird, als man da schon in der Autoperspektive ist. Das würde die Story dann schon ein bisschen zusammenfassen. Man hätte natürlich nicht dieses Twist-Ende, was vielleicht jetzt ein paar Leute wirklich überrascht, aber ich fand, das war ein bisschen schnell zu erfassen, dass man halt nicht die Fahrradfahrerin fährt, aber man hätte damit meiner Meinung nach ein cooles Ende machen können, wenn man halt das Auto dann wegfährt am Ende. Möglicherweise auch viel schneller ist und die Steuerung ein bisschen schwerer ist. Und man, oh, gute Idee, man muss vor der Geisterfrau im Tunnel abhauen, aber man muss, um wegzukommen, was man irgendwann im Laufe des Spiels merkt, die Fahrradfahrer im Tunnel umfahren, wenn man sonst zu langsam ist. Das gibt dann nochmal den Bonuseffekt, dass man halt das, was man nicht machen wollte und was der Unfall war, immer wieder wiederholen muss, um sein eigenes Leben zu retten. Und dann im Nachhinein, wenn der Tod die Geisterfrau holt, damit leben muss, dass man die umgefahren hat. Und in der Geisterwelt natürlich ganz oft, was dann nochmal die Schuld darstellt. Und im echten Leben, wenn man wirklich die Frau da umgefahren hat. Ich frage mich natürlich, was davon jetzt wirklich passiert, ob man sich einfach alles nur ausgedacht hat, als man irgendwie ohnmächtig auf der Straße gesessen hat und sich einfach nur in einer Panikattacke die Schuldgefühle gemacht hat. Oder ob halt wirklich dem Tod entkommen ist und der sagt sich also, hey, deine Zeit ist noch nicht gekommen, aber ich nehme die andere mit, die du umgelegt hast. Beides interessante Ideen, aber wahrscheinlich war nichts davon wirklich passiert. Aber ist auch im Endeffekt egal. Ich glaube, hier wird es keine sonderlich tiefe Story zu geben. Gut, das hat Burger and Fries. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Ich fand es sehr cool, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.